Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Hermann Knoflach. Warum Wien ohne Autos besser dran ist. Ja, willkommen bei Kölner Live. Der erste Gast ist heute der spannendste, denn es ist der Verkehrspapst, wenn man so sagen darf. So sind Sie jahrelang bezeichnet worden. Jahrzehnte lang. Man könnte auch sagen Verkehrsprofessor. Es ist Hermann Knoflacher, der heute für ein absolutes Medienbeben in Österreich gesorgt hat. Man könnte auch sagen, Sie sind der Provokateur oder der Aufreger des Tages geworden. Sie haben ein Spiegel-Interview gegeben, das vorab am Samstag erschienen ist und gestern sozusagen in voller Breitenwirkung zugeschlagen hat. Und in diesem Spiegel-Interview haben Sie zur deutschen Autokrise, also zu dieser ganzen Dieselgeschichte etc., einmal Ihre allgemeine Sicht des Autofahrers als, sagen wir, spezielles Individuum, aber auch, was muss man sozusagen gegen den bösen Autofahrer tun, gesagt und sich da kein Blatt vor den Mund genommen. Willkommen, Herr Professor Knoflacher. Ja, danke. Bei mir im Studio. Herr Professor, was sagen Sie denn zu der Aufregung, die Sie da provoziert haben? Sie waren ja immer schon ein Provokateur. Also die Aufregung hat es immer gegeben, wenn man das geliebte Auto, wenn man das geliebte Auto sozusagen angesprochen hat, das war schon bei Verkehrssicherheitsfragen seinerzeit der Fall, Tempo 100 zum Beispiel, Gurtenpflicht und dergleichen. Also man wollte sich nicht angurten, man wollte kein Tempo 100 haben. In der Zwischenzeit haben wir tausenden Menschen das Leben gerettet auf diese Art und Weise. Aber das Problem ist viel tiefer. Das hat das Spiegel ja interessiert. Wir müssen, bevor wir auf das Interview eingehen, Herr Professor, noch ganz kurz Sie ein bisschen vorstellen für die jüngeren Zuseher. Ach so, ja. Sie sind ja eine Legende in Österreich. Der Verkehrspapst, hat man immer gesagt, vor 10, 20 Jahren. In den 60er Jahren ist das aufgekommen bereits. Sie waren ja beim Kuratorium für Verkehrssicherheit sehr lange für die Verkehrssicherheit zuständig. Sie waren Professor für Verkehrsplanung etc. an der Technischen Universität. Und als solcher sehr entscheidend für die Wiener Verkehrsplanung aktiv in den 70er, 80er, 90er Jahren. Ja. Und Sie sind seit wann sozusagen emeritiert? Also ich bin seit 2000 emeritiert, aber meine Frau hat das noch nicht bemerkt. Verstehe. Und Sie schreiben einmal in der Woche eine Kolumne in der ganzen Woche, die ja auch bewusst ein bisschen eine Provokation sein soll. Naja, das ist ja Sinn solcher Sachen, glaube ich. Genau. Und jetzt hatten Sie also dieses Spiegel-Interview, wie immer es dazu gekommen ist, und haben es den Autofahrern einmal so richtig reingesagt. Na, das glaube ich nicht einmal. Also ich habe nur aufgezeigt, was passiert mit uns, wenn wir Autofahrer werden. Ja. Sie haben gesagt, ein Autofahrer ist kein Mensch. Das ist ja das die Grundthese. Das ist richtig. Weil können ein Mensch, Sie das bitte erklären? Ja, das kann man. Das ist schwierig, ein aber Autofahrer ist kein Mensch, ist eine gewagte These. Nein. Ja. Der Auto, wenn der Mensch Auto fährt, wird er zu einem anderen Lebewesen, weil er verbindet sich interaktiv mit 200 PS oder 250 PS und das wird dann das Lebewesen Autofahrer. Und das Lebewesen Autofahrer entsteht dadurch, dass das Auto wegen des Körperenergiewunders, das hier stattfindet, das heißt, wir verbrauchen weniger als Körperenergie als ein langsamer Fußgänger, wenn wir im Auto sitzen, haben wir eine riesige Kraft von 240 PS und dergleichen. Und das findet tief im Stammhirn statt, das habe ich in den 70er Jahren entdeckt. Das heißt, das Auto schlüpft in unsere tiefste Schicht des Stammhirns hinein, tiefer als die Kinderliebe, und diktiert von dort aus, es dreht im Wesentlichen das ganze Wertesystem darüber in Richtung Auto. Und von innen her machen wir dann eine Welt für Autos. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrhundert... Eigentlich ist Ihre These, das Auto macht den Menschen zum Raubtier. Naja, das Raubtier will ich nicht einmal sagen, sondern das Auto diktiert über diese tiefen Schichten, wie die Welt, wie es das Auto gerne hätte, dass die Welt wird. Und so schaut es auch draußen aus. Das heißt, ein Mensch würde natürlich den Lebensraum seiner Kinder verteidigen. Ein Autofahrer tut das nicht. Das heißt, die Autogesellschaft... Er fährt mit einem 80er in die Fußgängerzone. Nicht nur das, sondern, das gibt es auch, das ist dann ein pathologischer Fall. Ja. Aber die ganze Welt draußen haben wir für Autos gebaut und damit die Städte zerstört, die städtische Wirtschaft zerstört. Das ist in der Zwischenzeit längst nachgewiesen.
Das heißt, diese Dinge sind bekannt. Und Wien hat ja Gott sei Dank hier viele Sachen gemacht, die eben diese fantastische Entwicklung in Wien ausgelöst haben. Dann. Also die erste These ist, ein Autofahrer ist kein Mensch, weil ein Autofahrer denkt nicht an seine Kinder. Nein. Ein Autofahrer denkt nicht sozusagen an Rücksichtnahme. Absolut richtig. Sondern er ist ein rücksichtsloses Untier. Ja, das ist vollkommen richtig. Das heißt, Ihrer Meinung nach, muss nein, man dazu sagen. Nein, nicht meiner Meinung nach, ja. Sondern es gibt auch absolut sozusagen objektive Indikatoren. Der Unterschied zwischen Autofahrer und Menschen, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal das sozusagen bewusst erlebt habe, habe ich ein Jahr lang gewartet, bis ich es meinen Mitarbeitern zugebilligt habe, indem ich festgestellt habe, der Autofahrer unterscheidet sich von Menschen mehr, als Insekten sich von Menschen unterscheiden. Was eine ziemlich harte Behauptung ist. Das ist eine brutale Behauptung. Aber es lässt sich beweisen, weil es gibt keine Insekten, die sich im natürlichen Lebensraum so schnell bewegen, um sich selbst zu töten. Das machen die Autofahrer. Es gibt keine Insektenart, die den Lebensraum seiner Nachkommen zerstört, aus eigener Bequemlichkeit. Das machen die Autofahrer und dergleichen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Beweisen, die auch schon in der Fachliteratur in der Zwischenzeit aufgegriffen worden sind und bisher nicht widerlegt wurden. Das war ja die These im Spiegel, die für so viel Aufregung gesorgt hat, dass Sie eigentlich verkürzt sagen, die Autofahrer sind schlimmer als die Insekten. Ja, ja. Also sie sind etwas anderes, aber sie sind an sich schlimmer als die Insekten. Weil die Insekten haben einen Pflegetrieb, einen Bruttrieb, einen Sorgetrieb. Die schauen voraus, dass ihre Nachkommen gut gedeihen können. Die Autofahrer vergasen sie, bedrohen sie, nehmen ihnen den Spielplatz weg, sperren sie in Käfige. Sie brauchen nur bis auf den Gürtel hinausfahren, dann haben sie den Spielkäfig, wo die Kinder eingesperrt sind im Käfig. Und draußen fahren die Autofahrer, machen Ringelspielen oder Fangenspielen draußen herum. Ne? Das, ist ja, das zeigt ja alles. Das wollte ich gerade fragen, was ist das Schlimme am Autofahrer? Was ist das Schlechte? Man kann nicht sagen schlecht, er ist so wie er ist, der Mensch. Das heißt, hier hat sie ein fantastisches technisches Produkt, das ist das Auto, so bewährt, dass es sozusagen die Leistungen des sehr schwachen Großhirns, nämlich unserer Vernunft, einfach unterlaufen hat. Die Vernunft ist viel zu schwach, um diese 2000 oder 200 PS oder das Tausendfache unserer Körperenergie zu kontrollieren. Und das geht dann ab wie die Post. Das heißt, die Vernunft kann das Auto nicht kontrollieren? Nein. Weil die PS zu stark sind? Ja, und nicht damit nur das. Die unterbewusste Wirkung? Ja, das ist die eine. Aber vor allem natürlich die Leute, ich war selber Autoprojektierungen gemacht, ich bin ja so Professor geworden. Das heißt, wir bilden Leute aus, die autokonforme Welten schaffen. Wenn Sie die Welt anders gestalten, wie wir das in Wien gemacht haben, wenn Sie an die Fuß... Auf das kommen wir mal gleich. Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Vernunft den Autofahrer diktieren würde? Oder also wenn die Vernunft den Autofahrer diktieren würde, ja, dann würden die Stadtverwaltung das Auto vor der Stadt abstellen, den öffentlichen, ja, Verkehr dorthin führen, in die Stadt, das heißt ja nicht, dass dann keine Autos mehr in der Stadt sind, in die Stadt fahren dann die Autos für jene Menschen, die sie brauchen, das sind die Behinderten, die Rettungsfahrzeuge, das Handwerk, und der Handel. Das heißt, die Wirtschaft könnte dann fließen. Wir haben heute ungefähr im Autoverkehr ungefähr 5-10% des Verkehrs, der heute notwendig ist. Mit dem könnte man die gleiche Qualität des Lebens in Wien, was kein Problem, weil wir haben so einen super öffentlichen Verkehr, aufrechterhalten, ohne dass was passiert. Und wenn es nach Ihnen ginge, würde man die Autos in den Städten generell verbieten? Also in den Städten würde, Sie brauchen nur die Marktwirtschaft einführen in der Stadt. Das heißt, wir sitzen hier in einem Gebäude und der Quadratmeter in Wien, das wissen Sie wahrscheinlich genauso wie ich, kostet ziemlich viel. Ja. Wenn ich diese Quadratmeter aufrechne, die über uns noch als Wohnungen und Büros vermietet werden, dann müsste der Parkplatz in dieser Gegend pro Monat ungefähr 500 Euro mindestens kosten. Das ist die Marktwirtschaft. Das heißt, würde man Marktwirtschaft im Autoverkehr einführen... Ein Parkpickel kostet aber derzeit nur... Ein Zehner im Monat. Ja. Das heißt, alles andere ist Subvention. Und wenn Sie solche Signale aussenden, dann ist es logisch, dass die Menschen sich dementsprechend verhalten. Das heißt, eine Ihrer Thesen ist, wer in der Stadt parken will, müsste eigentlich für einen Parkpickerl zumindest 500 Euro zahlen. Nein, nicht 500, das hängt ab, wie die Gegend bebaut ist, was dort für Bodenpreise sind. Aber das ergibt sich einfach aus dem Quadratmeter Stadtfläche und der Höhe der Bebauung und dergleichen. Das wäre der Marktpreis, weil würde man die Fläche nicht zum Verparken verwenden, könnte man sie anders nutzen. Meinetwegen auch, dass man Bäume setzt und dergleichen, damit alle eine bessere Luft haben, damit die Kinder spielen können und so weiter. Das heißt, die Lebensqualität wäre hier ganz gewaltig gesteigert. A und B. Muss man sagen, die Städte haben ja 10.000 Jahre lang ohne Auto existiert. Und das sind die schönen Städte.
Erst seitdem wir autoorientierte Städte planen, werden sie hässlich und die Leute fliehen aus diesen Städten. Jetzt haben Sie ja die zweite These, mit der Sie heute für ein Medienbeben gesorgt haben, ist ja, dass Sie gesagt haben, Sie sind stolz auf Wien, weil Sie als Verkehrsplaner in Wien haben absichtlich die Staus programmiert, damit die Autofahrer sich nicht so austoben können wie zum Beispiel in Los Angeles. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, der Stadt Wien bekommen, wenn Sie sich vorstellen. Ich meine, das ist Ihre These. Ne? Sie kennen ja auch die Situation in den 70er Jahren, gerade in dieser Gegend, das heißt Zweierlinie, Heumarkt und so weiter, habe ich damals die Geschwindigkeiten gemessen. Damals konnte man sich hier mit dem Auto nur mit 1,7 bis 2,4 km/h bewegen. Das war die Durchschnittsgeschwindigkeit am Ring und da. Heute weil man können, so viel gestanden ist. Damals ist man viel mehr gestanden als heute. Das heißt, wir haben die Stadt ganz wesentlich verbessert, indem wir diese Maßnahmen ergriffen haben, die aber nicht den Zweck hatten, die Autofahrer zu ärgern. Daran hat niemand daran gedacht, ich auch nicht. Sondern der Zweck war Lebensraum für die Fußgänger. Und vor allem für den öffentlichen Verkehr und später auch für den Radverkehr zurückzugewinnen. Und das ist gelungen. Sie dürfen nicht vergessen, damals sind fast alle Straßenbahngleise von Autos befahren worden und es war kein gescheiter Fahrplan mehr in Wien. Ja. Und Sie sagen, Sie haben an neuralgischen Punkten bewusst sozusagen nur kleine Nadelöhrs produziert, wo man mit dem Auto durch kann, damit man sich in der Stadt auch mit dem Auto, auch wenn Sie es am liebsten gar nicht in der Stadt hätten, besser bewegen kann. Das ist richtig. Man hilft ein Beispiel für sowas zum Beispiel? Es gibt jede Menge Beispiele. Ja, in Wien, da sind alle Haltestellen, wo die Gehsteige bis zur Straßenbahn vorgezogen werden, damit die Leute, auch die Körperbehinderten mit Rollstuhl, mit dem Kinderwagen und so weiter, heute mit den Niederflurstraßenbahnen bequem einsteigen können. Das hat ja mehrere Wirkungen gehabt. Das heißt, einerseits haben wir dadurch sehr viele Fahrgäste bekommen, die es früher nicht gab. Weil mit dem Rollstuhl konnte man ja in die hohen Straßenbahnen gar nicht hinein. Die Leute sind auch nicht beim Aussteigen heute mehr behindert, sondern gehen eben hinein und heraus. Und dadurch gibt es viele Autofahrer, die in der Zwischenzeit im öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Und es gibt den Radverkehr, an den man ja nie geglaubt hat in Wien. Und hat sich Wien eigentlich positiv entwickelt? Also meiner Ansicht nach hat sich Wien ganz fantastisch entwickelt, seit 40 Jahren schon. Weil es bewusst das Auto zurückdrängt? Es ganz bewusst, gezielt, und zwar ist das nicht keine Bosheitsakt, sondern das ist eine Maßnahme, die man eigentlich in Verpflichtung für die Stadt und das Leben der Menschen hier ergreifen muss. Und das sind ja viele meiner ehemaligen Hörer und auch Diplomanten in der Verwaltung und in den Ingenieurbüros tätig. Aber wie gibt es das dann, Herr Professor, wenn Sie sagen, Sie haben absichtlich Stau produziert in Wien, heute auf der Ringstraße schneller fahren kann als früher? Naja, da gibt es ja kaum noch einen Stau auf der Ringstraße. Eben, weil die Autofahrer sind intelligent. Die sind ja meistens intelligenter als die meisten Verkehrsexperten. Das ist eine interessante Geschichte. In dem Augenblick, wo Sie sozusagen Stau merken, suchen Sie nach Alternativen. Und in Wien haben wir großartige Alternativen. Das heißt, wenn der hinter der Straßenbahn steht, kann er darüber nachdenken, das nächste Mal vielleicht eine Jahreskarte zu erwerben. Und die ist ja in der Zwischenzeit dank Wiener Verkehrspolitik 1 Euro pro Tag wert. Und das machen viele. Wir haben ja in der Zwischenzeit über 700.000 von 350.000 Jahreskartenbesitzer. Das heißt, die Leute sind unglaublich intelligent. Man muss ihnen nur helfen, aus der Autofalle herauszukommen. Und Sie meinen, das haben Sie getan? Ich nicht. Durch verschiedene, also die Stadt Wien mit Stadt Ihnen Wien. Als einem von vielen Beratern. Ja. Und Ihr Ziel war sozusagen, einen Stau zu konstruieren, damit die Autofahrer auf Öffis umsteigen. Ein Stau zu konstruieren kann Sinn, wenn man keine Alternativen hat. Und Wien hat natürlich Alternativen. Also man könnte hier noch relativ viel machen. Das läuft ja auch ständig in diese Richtung. Seit 40 Jahren. Wir haben ja noch immer jeden Tag in der Früh einen Mörderstau an allen Stadteinfahrten. Wir haben einen Mörderstau an der Tangente in Kaisermühlen, da stehen sie mal eine halbe Stunde. Wir haben einen Mörderstau an der Südautobahn da unten in Inzersdorf, da stehen sie auch mindestens eine halbe Stunde. Wenn sie ein Pech haben, eine ganze. Wir haben einen Stau da rund um die Nordbrücke, da stehen sie auch eine halbe Stunde. Warum kommt man dort nicht weiter? Warum gibt es noch immer einen Stau, wenn die Autofahrer eh so intelligent sind, dass sie umsteigen? Naja, ich glaube, es ist heute gar nicht mehr so stark. Ich glaube, diese halben Stunden, die Sie erwähnt haben, stimmen gar nicht so. Ist das der ist Fehler Pfund, vielleicht, dass in Inzersdorf genau dort, wo der Stau ist, eben eine U-Bahn oder eine bessere Öffi-Anschluss hingehören würde? Naja, das ist das eine. Das zweite ist, Sie dürfen nicht vergessen, Wien ist ja keine Insel. Sondern Wien ist ja vernetzt mit dem Umland. Und im Umland gibt es eine Verkehrspolitik, die ist seit Jahrzehnten hinter Wien nach. Das heißt, in Wien haben wir auch eine unglaublich hohe Verkehrssicherheit im Umland
ist das nicht der Fall. Das heißt, hier treffen zwei Welten aufeinander, eine sehr zukunftsorientierte, wirklich vorbildliche, weltweit in der Zwischenzeit vorbildliche, anerkannte Verkehrspolitik mit einer Verkehrspolitik, die heute sozusagen noch ziemlich weit nachhinkt. Das ist die niederösterreichische Ihrer Das Meinung. Ist die niederösterreichische leider, ja. Wo man nach wie vor Vollgas fährt, ja, nicht also nur auf das. Einer 100 km/h Straße mit 130 und so weiter, ne? Wo man 40 Jahre lang ausschließlich in Fahrbahnen investiert hat, statt in den öffentlichen Verkehr. Sie? In Straßen, ja. Straßen sind ja Fahrbahnen. Ja, genau. Straße ist ein Highways eigentlich. Ne? Ja, Highways, genau. Ja. Straßen sind ja eigentlich nach der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung öffentliche Räume, die von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden dürfen. Deshalb habe ich auch dieses Gehzeug und erfunden. Und Sie meinen, Niederösterreich hat im öffentlichen Verkehr versagt? Und das gilt für alle Bundesländer oder das gilt für Niederösterreich? Nein, ich glaube, die Vorarlberger sind ganz gut unterwegs. Mhm. Kärnten ist in der Zwischenzeit auch ganz gut drauf. Mhm. Niederösterreich beginnt erst, würde ich sagen. Die machen das immer mit sehr viel Werbung. Aber die Realität schaut in Niederösterreich heute leider noch nicht so gut aus. Deshalb gibt es im Waldviertel auch 700, über 700 Autos pro 1000 Einwohner. Und in Wien geht der Motorisierungsgrad zurück, weil die Wiener draufgekommen sind, obwohl sie mehr verdienen als die Waldviertler, dass sie ganz gut ohne Auto leben können. Das heißt, hier ist sozusagen der Humus gelegt für Carsharing, für Mobilitätsmanagement und solche Geschichten. Das heißt, die Wiener lernen einfach aus der Umwelt, sich intelligent zu verhalten. Sie haben das gerade angesprochen, was ich gern mit Ihnen diskutieren würde, nämlich die Zukunft des Autos und die Zukunft der Stadt. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind dann sofort zurück mit der zweiten Runde mit unserem Provokateur, Professor Hermann Knoflacher, über die Zukunft des Autos. Wir sind gleich wieder da. Hermann Knoflach, warum Wien ohne Autos besser dran ist. Willkommen zur zweiten Runde mit dem Aufreger des Tages, mit dem berühmten Provokateur und Verkehrspapst Hermann Knoflacher. Provokateur waren Sie immer. Allerdings diesen Spiegel hier mit dieser genialen Überschrift, der Autofahrer ist kein Mensch, den gibt es erst seit gestern und der hat für einen Riesenwirbel gesorgt im gesamten deutschen Sprachraum, aber vor allem in Wien. Da sind dann so Überschriften erschienen, wie Experte zieht über die Wiener Autofahrer her. Das ist ja natürlich noch harmlos formuliert mit dem, wie Sie es gemeint haben. Ja? Der Spiegel hat ja gemeint in seiner Frage, hinter dem Steuer sitzt eine Kuh, die 180 km/h fährt. Da sagen Sie, das ist eine Beleidigung der Kuh. Eindeutig. Ist eindeutig. Also die Kuh, das hat zwei Fehler da drinnen. Erstens einmal würde die Kuh nie eine Autobahn bauen, sondern die würde sich die Wiese erhalten. Das heißt, das ist das menschliche Hirn, das vom Auto kontrolliert wird. Das beginnt die Welt einfach zuzubetonieren, um einen Lebensraum für Autos zu machen. Das heißt, eine echte Beleidigung für die Kuh. Die Kuh hat nicht dieses Großhirn, das wir haben. Ja. Und damit macht es nicht diese Fehler. Ja. Aber der genialste Satz in dem Interview ist ja, das Auto hat sich wie ein Virus in unserem Gehirn festgesetzt. Ja, das ist ja die These. Das ist die These. Sie haben. Ja, es gibt auch ein Buch von mir, das heißt Virus Auto, weil das Gleiche mit den Zellen passiert. Das heißt, wenn ein Virus von der Zelle akzeptiert wird, dann beginnt er die Zelle umzubauen. Das heißt, die Zelle baut dann nicht mehr die DNA für den Menschen, sondern die RNA für die Viren. Und das vermehrt sie dann. Ne? Ja. Das heißt, sie macht sozusagen eine Autofabrik, die sie dort verteilt, ist ja viel leichter. Und genau das Gleiche macht das Auto bei uns. Das heißt, das Auto setzt sich im Stammhirn fest und beginnt dann sozusagen die Welt nach seinen Wünschen umzubauen. Das haben wir über 100 Jahre lang gemacht. Ja, wenn Sie sagen, das ist ein Virus, heißt das ja, das Auto ist eigentlich eine Krankheit. Das Auto ist ein krankheitsauslösender Effekt. Dass wir merken ja die Krankheit des Systems. Das ist Klimawandel, merkt man. Die vielen, Sie dürfen nicht vergessen, wir bringen im Jahr 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen um. Es sind, in welchem Raum? In Europa. Weltweit. Entschuldigen Sie, weltweit 1,3 Millionen bei Verkehrsunfällen, direkt mechanisch. Mehr als jeder Krieg derzeit auch nur ansatzweise schafft. Absolut, gar keine Frage. Und das jedes Jahr. Mhm. Ist eine ganz schwere Krankheit. Wir machen ungefähr 6 bis 10 oder 12 Millionen Menschen, die früher sterben aufgrund der Abgase. Mhm. Das heißt, wenn man das als Krankheit, es wird auch in der WHO-Statistik, wird das ja auch als unter den Krankheiten geführt. Ich war ja jahrelang auch Berater bei der WHO als Experte für Epidemien. Das heißt, das ist eine epidemiologische Erkrankung, stimmt auch, ja. Und jetzt ist Ihre These, die Sie im ersten Teil des Interviews ja schon gesagt haben, eigentlich gehört das Auto in der Stadt verboten.
Es gehört an der Stadtgrenze mit großen Park-and-Ride-Anlagen abgefangen, genau, im weitesten, ja, Sinn. Es sollten auch Leute, die in der Stadt wohnen, ihr Auto außerhalb der Stadt bringen, genau, in so eine Park-and-Ride-Anlage, weil sie es ja innerhalb der Stadt A nicht verwenden dürfen, beziehungsweise weil sie hier Parkgebühren von 500 Euro und mehr empfehlen würden als Verkehrspapst. Die sollen also rausgehen. Dort soll Park and Ride wahrscheinlich sehr günstig sein, nehme ich an, wenn nicht sogar gratis. Nein, das nicht. Und die Öffis sollen gratis sein in Zukunft, diskutiert? Nein. Unter diesen Bedingungen können Sie den öffentlichen Verkehr wirtschaftlich führen. Das ist überhaupt kein Problem dann. Also das soll nicht gratis sein? Nein. Was er kostet. Er ist natürlich billiger, weil er effizienter betrieben werden kann. Er ist nicht mehr gestört. Er fließt überall flüssig. Und diejenigen, die das Auto wirklich brauchen in der Stadt, die haben dann keine Schwierigkeiten. Die erreichen alles, was sie brauchen, viel schneller und effizienter als heute. Das heißt, die städtische Wirtschaft würde aufleben. Wir hätten wieder mehr lokale Geschäfte. Noch, haben Sie vorher gesagt, 5-10% der Autos in die Stadt hineinlassen? Nein, nicht hineinlassen, sondern das bleibt fahren ungefähr lassen, übrig. Ja, es bleibt ungefähr, also in der Größenordnung von 5-10% dürfte der Menge, die Stadt noch benutzen, der Rest dürfte nicht mehr fahren. Der Rest dürfte in der Stadt nicht mehr fahren. Da wäre einfach ein generelles Fahrverbot. Das wäre ein generelles Fahrverbot, sondern ich glaube, es wäre eine neue Kultur, die hier entstehen würde. Ich brauche heute in der Kärntner Straße Graben, brauche ich auch kein Fahrverbot mehr. Sondern es ist eine neue Verkehrskultur entstanden. Ich komme noch erinnern, als Bürgermeister Zilk, ein Autofahrer, der vom Stephansplatz gestanden ist, darauf aufmerksam gemacht hat, dass er geschwind rausfahren muss. Das heißt, wir würden wieder anschließen an die alte, hochwertige Stadtkultur, die wir 10.000 Jahre lang hatten. Das heißt, ganz Wien wäre eine Fußgängerzone mit Radverkehr. Mit öffentlichem Verkehr. Und mit Wien Radverkehr. Wien hat ja die DNA vom öffentlichen Verkehr, mit Radverkehr und Fußgängern und natürlich dem Lieferverkehr selbstverständlich, den Handwerkern, den Leuten, die mit einem Auto, weil sie behindert sind, herumfahren, Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr hätten überhaupt kein Problem. Aber Ihre These ist ja, der Mensch ist von der Natur her ein Fußgänger. Der Mensch wurde als Fußgänger gebaut. Ich hatte unlängst eine Diskussion in einem Land, wo die Religion eine sehr große Rolle spielt. Und der wollte sich hier ausreden, dass das sozusagen auch Gott gegeben ist. Wenn Gott es so gewollt hätte, hätten wir Räder und keine Fiers. Also der Mensch ist ein Fußgänger. Seine ganze Kultur und Zivilisation ist eine Fußgängerkultur. Oder sie ist eine Unkultur. Und jetzt standen Sie ja in den 60er, 70er Jahren, Sie haben das schon erzählt und angesprochen, am Beginn dieser Fußgängerzonenbewegung, kann mich noch gut erinnern. Damals waren Sie wirklich Papst, weil damals hat Ihnen das noch niemand geglaubt. Ist richtig, das ist einmal ein Hit. Kann mich nur erinnern an die Aufstände, die es da in der Kärntnerstraße und so weiter gegeben hat, dass man nicht reinfahren darf. Auch zuletzt jetzt in der Mariahilferstraße. Ja. Aber Sie sind dafür, dass das alles eine Fußgängerzone wird, dass auch der Ring eine Fußgängerzone ist, wo man flanieren kann, wo man primär zu Fuß geht, aber auch mit Rad fahren kann. Und Sie sind eigentlich auch dafür, dass der Mensch sein Auto zurückgibt, weil Sie würden es viel teurer machen, und auf Car2Go, auf Carsharing umsteigen. Ja, sicher, ist gar keine Frage. Ja. Und was würde das bringen? Wesentlich weniger Autofahrten. Also die Leute hätten ja ein völlig anderes Verhalten. Das heißt, wenn Sie die Strukturen umstellen, entstehen andere Fragestellungen. Heute entsteht die Fragestellung immer aus der Sicht des Autos. Wo kaufe ich ein? Wir haben ja heute eine Lebensform, die nicht sehr, sehr klug ist. Das heißt, wir lagern jede Menge Lebensmittel, die wir dann zum Teil wieder wegschmeißen und dergleichen. Das heißt, es wären viel mehr Sozialkontakte. Sie haben ja heute keine Sozialkontakte mehr. Als ich als Student nach Wien kam, ich habe Nachhilfestunden gegeben, haben meine Nachhilfeschüler noch Fußball gespielt auf den Gassen. Da gab es noch gassenweise, Sie werden es wahrscheinlich auch wissen, gab es gassenweise noch so kleine Fußballmannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Das hätten Sie gern wieder. Hätten Sie das nicht gerne für Ihre Kinder, oder? Ja, also Sie würden der Meinung sein, auf der Märzstraße spielt man dann wieder Fußball. Ja, warum auch nicht? Würde ich sagen, damals gab es ja noch Schnee, in der Berggasse wurde gerodelt. Und Herr Professor, wie würde denn die Zukunft dann generell ausschauen? Weil Sie würden ja auch Carsharing in der Stadt nicht erlauben. Carsharing wäre für Überlandfahrten gedacht. Wäre für Überlandfahrten, gar keine Frage. In der Stadt nur Rad und Fußgehen und Öffis. Und die Autos, die eben einen Nutzen noch stiften, ohne Schaden anzustellen. Man müsste sich mit den Öffis dann halt so orientieren,
dass man seinem Ziel mehr, möglichst nahe kommt. Na, wir hätten mehr Öffis, nicht? Wir würden auch den öffentlichen Verkehr wahrscheinlich etwas dichter machen. Erstens dichter machen und zweitens noch besser vernetzen. Wir haben ohnehin ein sehr gutes System. Und wer das Auto zum Beispiel liebt, hätte heute mit elektronischen Möglichkeiten leicht die Möglichkeit, bei seinem Liebling draußen eine vorn und hinten eine Kamera zu montieren. Da kann er sein Liebling immer schauen, wie es ihm geht, ne? Am Handy. Gut. Da wollte ich Sie gerade fragen. Ich meine, wir kommen jetzt in eine wahrscheinlich Revolution hinein in der Zukunft. Dieselautos wird es ja nicht mehr sehr lange geben. Oder was glauben Sie? Herr Professor? Also ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird, weil der Widerstand diesbezüglich ist sehr groß in der Autoindustrie. Also Sie glauben nicht, dass Dieselautos schnell abgeschafft werden? Ich glaube nicht, nein. Auch nicht verboten werden, das glauben Sie auch. Es wird einzelne Entwicklungen in diese Richtung geben, aber kurzfristig wird das nicht der Fall sein. Aber es kommt ja das Elektroauto, es kommt ein Elon Musk, der vertritt ja ein ganz anderes Konzept als Sie. Der gibt die Autos unter die Erde drunter und schickt sie durch einen Tunnel. Ja, aber nichts dagegen, wenn er es zahlt. Ja, wäre das für Sie ein Konzept? Ist ein teurer Spaß. Auch? Ist ein teurer, ja, wenn die Autofahrer das zahlen. Das wird allerdings ein äußerst teurer Spaß, da ist der Autopreis. Aber der sagt, das ist die Entwicklung der Zukunft, auch er will die Städte autofrei machen, da fahren sie irgendwo zu einer Stadtautobahn hin, werden hinunterversenkt, im Auto kommen auf eine Förderbahn drauf und fetzen mit 100 Kilometern unterirdisch vom Kahlenberg zum Stephansdom. Und das mit Vakuumröhren zum Beispiel haben die Schweizer ja schon mit den Zügen durchgespielt einmal. Das sind so halten Sie für realistisch oder halten Sie für absurd? Nein, halte ich für absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird es nicht geben, Ihrer Meinung. Nein, ich finde, das sind Leute, die nicht mehr auf den aufrechten Gang zurückkommen. Die haben dann die Schwierigkeit, dass sie das Auto im Kopf haben und es nicht mehr losbekommen. Und jetzt laden sie alle möglichen elektronischen Geschichten noch in dieses Auto hinein, in der Hoffnung, dass die anderen Großhirne dann auch darauf abfahren. Und wird es die zweite Elon Musk-Idee geben, dass die Autobahnen praktisch zu Förderbändern entwickelt werden, dass man bei der Autobahn praktisch auffahrt, dort auf einer Art Förderband steht und nach Salzburg fährt mit, weiß ich, 150 km/h und in der Zwischenzeit Ihr Spiegelinterview lesen kann? Das ist aber rein physikalisch völliger Schwachsinn, nicht? Weil es gescheiter ist, steige in den Zug ein, fahre nach Salzburg und wenn ich dort ein Auto brauche, es wird ja Übergangslösungen geben am Land, da wird man Autos brauchen, selbstverständlich. Ein altes Projekt, ich habe für die ÖBB das in den 90er Jahren gemacht. Ich habe dann der ÖBB empfohlen, dass sie an den Bahnhöfen Autoverleih macht und dadurch den Leuten hilft, eben nicht mehr die Autos hin und her zu schleppen, was ja noch zum Teil mit den Autoreisezügen macht. Das ist meiner Ansicht nach eine vernünftige Lösung. Nicht? Oder wenn man öffentlichen Verkehr auf die Beine stellt, auch am Land draußen, dann braucht man auch das nur mehr für Sonderfälle. Das heißt, Sie sind sich relativ sicher, dass das Auto zurückgedrängt wird in den nächsten Jahren. Es wird, nicht nur bei uns, überall, auf der ganzen Welt. Überall, wo Zukunft... Wird es zurückgedrängt werden? Ja, überall. Also das und es wird von 700 Autos auf 1000 Einwohner, wie wir es derzeit in Niederösterreich haben Sie gerade vorher gesagt, auf wie viele Autos pro 1000 Einwohner kommen? Naja, es dürfte wahrscheinlich, wir haben ja mal so eine Situation gehabt, die man etwa mit dem vergleichen kann, was sinnvoll ist, das wird ungefähr bei 100, 120 Autos. Nur noch 100 Autos pro 1000 Einwohner? Ja, ich glaube, das ist eine ganz brauchbare Geschichte. Also nur noch jeder zehnte Österreicher hätte dann ein Auto. Aber der hat immer, wenn er es braucht, hat er es. Ja, natürlich, durch Carsharing. Ja. Und das würden Sie ja vorschlagen, ja, nicht? Das ist aber schon eine ziemlich großzügige Lösung, würde ich sagen. Es wird wahrscheinlich, wenn man das einführt, wird sich das auf einem wahrscheinlich noch niedrigeren Niveau einpendeln. Und in Wien, noch einmal, um das abzuschließen, sind Sie stolz darauf, dass Sie durch die Herbeiführung von künstlichen Staus zumindest in den inneren Bezirken flüssigeren Verkehr ermöglicht haben? Ja, also der Stau ist ein Werkzeug. Unter qualifizierten Verkehrsplanern ist Stau... Der Stau ist ein Werkzeug. Ist ein Werkzeug, ja. Wo man den Menschen hilft, Alternativen zu entdecken, die es gibt. Es hat keinen Sinn. Das ist boshaft, wenn ich Stau erzeuge ohne Alternative. Das würde ich nie machen. Ich würde nie Menschen quälen. Sondern man muss den Menschen die Möglichkeit geben, zu lernen und Alternativen anbieten, die besser sind als die, die sie im Augenblick haben, in denen sie gefangen sind. Also, man muss also der Stau ist eine pädagogische Maßnahme,
um die Menschen, die im Auto kein Hirn haben, dazu zu bringen, dass sie Hirn einschalten. Die Hirn haben alle. Und, oder dass durch Virus sozusagen ein behindertes Hirn haben, dass das wieder einschalten, aussteigen, die Öffis benutzen, zu Fuß gehen, Radl fahren. Und Wien ist ideal dafür geeignet. Wieso ist Wien ideal dafür geeignet? Weil Wien hat eine DNA, eine Straßenbahn-DNA aus dem 19. Jahrhundert, die man zwar zum Teil eliminiert hat, bis in die 60er Jahre. Ich habe dann zum Beispiel am Ring hätten die Straßenbahner verschwinden sollen seinerzeit. Ich habe das dann, glaube ich, durch einige Gutachten doch verhindern können, sodass wir heute Straßenbahnen haben. Aber Sie haben gerade vorher gesagt, auf die Entwicklung in Wien sind Sie stolz? Ja. Weil diese Stauentwicklung hat dazu geführt, dass die Öffis sich super entwickeln können. Nein, nicht nur die Öffis, sondern wir haben weniger Stau in Wien. Ich glaube, Sie wissen das auch. Ja, stimmt. Sie kennen auch andere Städte. Ja. Das heißt, das Stauniveau in Wien, wir klagen auf einem extrem hohen Niveau, würde ich sagen. Also Sie würden sagen, durch Ihre pädagogischen Staumaßnahmen ist Wien auf einem guten Weg. Das fehlt aber derzeit in Niederösterreich. Deshalb gibt es diese ganzen Staus auf den Zufahrtsrouten. Na sicher, ist gar keine Frage, Das heißt, in Wahrheit müsste Niederösterreich eine andere Verkehrspolitik betreiben. Wäre schön gewesen, wenn Sie das die 40 letzten Jahre schon gemacht hätten. Und von der Frau Vasilakos sind Sie ein Fan? Ja, kann man sagen, ich bin ein Fan und zwar deshalb, weil sie die seit 40 Jahren in Wien laufende Verkehrspolitik energisch weiterführt. Nicht nur ich glaube, die Wiener sollten auch ein Fan sein und zwar deshalb, weil sie ihr die 365 Euro Jahreskarte auch mitverdanken, der gesamten Stadtregierung und weil sie die Hilferstraße repariert hat, die ist ja verhaut gewesen eigentlich. Das heißt, meiner Ansicht nach betreibt sie eine brauchbare, sehr gute, zukunftsorientierte Verkehrspolitik. Und wenn sich jetzt eine ÖVP, eine FPÖ, ja auch nach Ihrem Interview heute, ein ÖAMTC, aber auch viele Medien aufregen und sagen, das ist eine Politik, die bewusst gegen die Autofahrer geführt wird, dann sagen Sie Gott sei Dank. Nein, ich sage nicht Gott sei Dank, sondern hier wird meiner Ansicht nach Politik in Parteibegriffen definiert. Es gibt meiner Ansicht nach keine grüne, keine schwarze, keine blaue, keine rote, keine türkisene Verkehrspolitik, sondern es gibt nur eine menschengerechte Verkehrspolitik oder eine menschenfeindliche Verkehrspolitik. Und wenn Sie diesen Maßstab anlegen, dann wissen Sie sofort, welcher Politiker auf welcher Seite steht. Gut. Herr Professor, vielen Dank. Gerne. Sie haben einen super Aufreger geliefert mit diesem Autofahrerinterview im Spiegel. Es war spannend, mit Ihnen zu diskutieren. Gerne. Ich nehme an, Sie werden die Diskussion der nächsten Tage bestimmen mit Ihren sehr provokanten Thesen. Freut mich, dass Sie als Provokateur wieder zurück sind in der Tagespolitik. Gerne. Das war Professor Hermann Knoflacher, unser seinerzeitiger Verkehrspapst und jetzt Verkehrsprovokateur. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann sind wir gleich wieder zurück.